der Hank Williams war der erste Rockstar gewesen. Wirklich, mit dem ganzen Programm, mit Bier voll, Amphetamin, eine Tragödie nach der anderen, irgendwie, also alles, was du dir jetzt überhaupt irgendwie kannst vorstellen, was zu einem Rockstar gehört, bloß das in den 30er und 40er Jahren. Oder? Und das ist ja nicht der Grund, um so eine Platte zu machen, weil die Hauptattraktion ist, dass er irrsinnige Songs geschrieben hat. So, meine Dramen. Ist um einen Country-Song, wo man jetzt nicht muss, hören, sondern einfach hören, was überhaupt in diesem Song steckt. If the wife and I are fussing, brother, that's alright. Cause me and my sweet woman got license to fight. Why don't you mind your own business? Wir sind ja beide eigentlich übereinander gestolpert. Im Dunkeln. Ich habe mal einen Gitarrist gebraucht, dringend, für ein Konzert im Kammgarn. Ein Notgitarrist. Und dann habe ich vom Baden. In Baden war das die SWR-Fuhr. Ah, nein, das war nicht das erste Mal, wo wir zusammen gespielt haben, deutsches Radio. Yep. Ist das Kammgarn nicht das zweite? Nein, das ist das erste Kammgarn. Nein, das ist nicht. Are you sure? I am very sure. Okay. Aber eins von denen haben wir einen Gitarrist neben zusammen gespielt. Das ist immer, das ist glaube ich das vierte Mal, dass ich da bin, das ich weiß gar nicht. Für mich ist so eine, ich habe das gerne quasi auf die Bühne laufen und überhaupt keine Ahnung habe, was passiert. Ich finde das gut, nicht weißt, einfach eine Produktion runterfräsen, sondern auf dem Floss weiß ich eigentlich nie. Du gehst einfach spielen und von dann an ist irgendwie Reset und dann machst du einfach, und ich habe das gerne. Es ist speziell, also es ist so relativ weit weg und das Wasser und das Schaukeln. Ich finde es total cool. I said, mind your own.